Da sollte ich lieber einen großzügigen Kreis drumherum nehmen und nicht durch die Lava spazieren. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. So, dann hier. Das ist aber leider komplett von Lava umgeben. Oh, da ist ein Pilz. Hör damit! Und dann holen wir erstmal die ganzen Feinde zu uns heran. So, du stirbst schon mal. Und hier war noch einer. Da ist er doch. So, dann kannst du schon mal ein bisschen brennen auf dem Weg hierher. Und Frost. Tschüss. So, soweit so einfach. Ja, und das da wird natürlich wieder nicht einfach. Das ist natürlich gemein. Ist das jetzt die Stelle, wo man drauf gehen kann oder... Kann man da drauf gehen oder wird man da drauf gehen? Entschuldigung. Warte mal so. Ja, los, komm. Ich traue mich nicht, da drauf zu gehen. So. So. Spitzhacke. Und bitte nicht wieder nach ganz unten fallen. Das war sehr ärgerlich. Da verlieren wir richtig viel Zeit. Und unten zu buddeln, macht ja nicht wirklich Sinn. Ne? Weil wir kommen gar nicht hinterher. Also es sinkt viel zu schnell. So. Das Ding hier. Schnell, schnell, schnell. Energieschild. Och Mann, schon wieder locker unten gefallen. Nein! Aber er hat sich noch nicht gerüttelt, ne? Gerüttelt und geschüttelt. Nein! Was ist denn mit der Ausdauer? Komm schon! Und den da mache ich mal kurz platt. Der macht mich ganz schön unruhig. So. Nach oben. So. Und let's go. Jetzt hat's gebollert, glaube ich. Ja, da war das erste Bollern. Vorsichtig sein. Es könnte jeden Moment losgehen, dass er sinkt. Konnten bisher aber schon ordentlich was abbauen. Auch wenn es runterfällt. Das liegt dann ja auf der Lava, Gott sei Dank. Immerhin. Weil das wäre richtig gemein, wenn die Lava es auch zerstören würde, ne? Dass es dann reinsinkt und dann ist es weg. Wow, wow, wow. Hey, hey, ganz ruhig. Hier nochmal. 7. Und let's go. So, und diese beiden Bubbles hier probiere ich auch nochmal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, den noch. Jo. 5. Wow, 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 hey, hey, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. 8. Und den schnell platt machen, bevor der, weil ich kann hier überhaupt nicht ausweichen. So, dann 5. Und dann holen wir uns die ganzen Brocken. So. Das, das. Den. Dann 5. Hier hin. So. Flammenkernerz. Ich trage zu viel. Oh oh. Ich will nichts wegwerfen. Ah, ich muss was wegwerfen. Ah! Ah, oh mein Gott. Dann hier nochmal hin. Wenn ich das aufsammle, bin ich dann überladen. Bitte nicht. Komm schon, einmal noch nach unten. Nein! Stein weg. Abbrechen, das weg. Ein hiervon weg, muss ich. Ich muss es. Schade. Da wollte ich lieber... Nein! Nein! Ich getroffen! Verdammt! Das erste Mal sind wir bei Jump and Run gestorben. Okay, da war ich aber auch unvorsichtig. Das war gerade nicht so clever. Okay, da gebe ich zu, war ich gerade selber schuld. Da hätte ich ein bisschen vorsichtiger sein sollen. Ich war zu greedy. Gut. Wenn wir überladen sind, liegen lassen, an Land bringen und dann gerne nochmal hin, keine Ahnung,
die restlichen Erze einzusammeln. Aber wir sollten auf jeden Fall da wegkommen. Na klar, wir können ja über Laden gar nicht springen. Ist natürlich doof. Es ist gerade Nacht geworden. Ich gehe mal pennen. Gute Nacht. So, guten Morgen. Und ich wollte gerade die Abkürzung nehmen. Aber ohne Federumhang ist das, glaube ich, keine gute Idee. Das ist natürlich der Nachteil, ne? Wenn wir den Balkon nutzen wollen, dann müssen wir natürlich unsere Ausrüstung haben. Huch, Zapfi, du bist im Weg. Ich muss los. Es gibt zu tun. So, hör damit. Dann nehmen wir den mal. Und Leben und Feuer und let's go. Ich glaube, das sollte reichen. Und ich ziehe mir mal meine Rüstung nicht an und hoffe, dass wir das so... Halt! Ich brauche Basaltbomben. Das komme ich ja nicht weit. Warte mal kurz. Oh, oh. Wo sind sie denn? Da, Basaltbombe. Asquinhaut, Asquinblase und... Gut. Da nehme ich mal ein Organ raus. Eine Haut. Und was war das noch? Hier noch diese... Das hier, ne? Oder war es Schwefel? Shit. Ich glaube, es war Schwefel. Nee, drei sind es davon. Achso. Von mir aus. So. Nach oben, Basaltbombe herstellen. Und dann gehen wir mal wieder dorthin. Shit. Da war ja der eine Feind, ne? Den können wir natürlich auch smarten. Ich glaube, das probiere ich auch. Also hindurch. So, sehr gut. Und wir müssen hier runter. Das heißt sehr gut. Überhaupt nicht sehr gut. Semi-gut. Das erste Mal gestorben beim Erzabbauen. Naja, was soll's. So, hier war das doch irgendwo. Ah, der Krieger ist weg. Gott sei Dank. Und wo ist unsere Leiche? Nein, nicht Nasquin. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte sieh mich nicht. Er sieht mich nicht, ne? Oh, doch, er sieht mich. Ich gehe mal nach hier oben drauf. Nein, er tötet mich. Warte mal, ich laufe mal hier im Kreis. Und jetzt hier hoch. Weil da kommt er niemals hoch. Wow! So viel zu dem Thema. Ah, ich bin tot. Alles klar. Gut, ich glaube, wir nehmen unsere Rüstung, ne? Würde ich sagen. Naja gut, soviel zu dem Thema. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, gar nicht lang fackeln. Oh, es leckt gar nicht mehr so, wenn dieser Effekt hier ist, ne? Doch. Ich habe nichts gesagt, es leckt immer noch. Gut. Ja, hier, komm. Robe her. Nehmen wir halt unsere alte Robe kurz. Hätte ich auch hier rausnehmen können, fällt mir gerade ein. Aber so sei es. Dann gehen wir nach unten. Den mache ich auf die 1. Denn dann müssen wir den halt doch eben erstmal kurz killen. Sonst lässt er uns keine Ruhe. So. Den mit das und das. Und die Klamotten an. Unsere alte Robe. Naja gut. Wir müssen uns halt ja irgendwie zu helfen wissen. Dann durchs Reiseportal. Sehr gut. Und da ist erstmal unsere Leiche mit den Basaltbomben und der Asquin bestimmt auch. Da ist er doch. Na, komm her, mein Freund. Das gibt Rache. So. Na? Immer noch große Töne? Hm? Immer noch so stark, ja? Halb stark? So. Er jumpt mich an. Daneben. Tschüss. Her mit deinem ganzen Krempel. Vor allem die Haut, ne? Die brauchen wir ja scheinbar. Obwohl, jetzt wo wir die Robe haben, gar nicht mehr so dringend, ne? So, die Gegenstände habe ich schon mal. Dann 4. Und wir kriegen leider nicht alles weg, ne? Was kriegt denn hier Schaden? Was kriegt denn da 0 Schaden? Der Stein? Ah! Nicht zu dicht dran, Digga. Nicht zu dicht dran. Ganz ruhig. Und da ist unsere Leiche, ne? Ich kann mal die hier entfernen. Und dann würde ich sagen, let's go. Und wir kriegen leider nicht alles mit einmal mit. So sei es. Ich gehe erstmal
Ach, nicht du schon wieder. Come on. Der hat mich vorhin umgebracht, ne? Ich hab so Angst vor dem. Verzieh dich bloß. Und ich habe auch Angst, dass das Ding da gleich sinkt. So, ich nehme mal möglichst viel mit. Ein Stack vielleicht? Ich trage zu viel. Ach, weil ich den hier nicht habe. Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Verdammt. Ich Greedlord. Scheiße. Oh Mann. Oh Mann. Naja, gut. Kann ich überhaupt pennen gehen? Nein, okay. Ja. Das lief ja jetzt schon wieder semi-gut, ne? Und ich war, glaube ich, auch letztes Mal gar nicht gut ausgeruht. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen warten. Und nicht so voreilig sein. Ja, naja, nun. Das ist schon wieder ganz schön beschissen gelaufen. Ich sollte erst alle Feinde, die da sind, killen, ne? Weil ich meine, ich habe jetzt hier keine Lust, schon wieder 20 Mal zu sterben. Ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen. Ich baller mir den rein, baller mir den rein. So, baller mir den. Und ich versuche so hinzulaufen. Halt, wir brauchen Basaltbomben. So, dann eine Haut. Und was war das noch? Ach ja, so eine Blase. Shit. Gut. Nochmal herstellen. Oh, das war gerade doof. Da war ich gerade schon wieder so brain AFK. Abgelenkt von 1000 Sachen, weißt du? Na gut, wie auch immer. Hindurch. Oh, da sind wir schon. Sehr gut. Und wir sind durchnässt. Das ist natürlich schade. Das ist der Restregen gewesen, ne? Das hat mich auch letztes Mal gewundert, warum wir nass sind. So, und jetzt bitte vorsichtig sein. Bitte keine Feinde. Ausdauer aufladen. Ich hole schon mal die Basaltbombe. Der ist hier noch irgendwo bestimmt. Nee. Wo ist denn hier? Da. Und jetzt schnell sein. Nicht wieder so lange rumtrödeln. So. Und so. Gegenstände geborgen, immerhin. So. Das hier reicht erstmal. Das bringe ich erstmal an Land. Alter, da, da, nach oben bitte. Und jump. Nein! Und das... ist noch da, sehr gut. Und dann laufe ich erstmal weg. Schnell zum Portal, schnell zum Portal. Den Rest hole ich gleich. Aber das schmeiße ich erstmal ins Blutloch, glaube ich. Ah, wir haben Leichenlauf, stimmt. Ausdauer, sehr gut. Hervorragend. Dann hier hoch. Und tschüss. Phew. So, das hätten wir schon mal. Da können wir uns nämlich unsere gute Klamotte anziehen. So. Und den auch. Den mache ich wieder hier hin. Den kann ich hiermit stacken. Das Food hier. Das sortiere ich erstmal wieder so, wie es vorher war. So. Der Fünfer kommt dorthin. Der kommt hierhin. So. So. Und so. Und hierhin. Sehr gut. Dann den Trank dort. Den hier. Heiltrank da. Mache ich erstmal alles wieder so, wie es vorher war. Das ist der Froststab. Die sind beide verwendet. Ich gehe mal kurz nach unten. Stack das aus Versehen. So sei es. Dann gehe ich mal hier hin und repariere den ganzen Kram. So. Und dann schmeiße ich die Sachen erstmal hier hin. Das. Der kommt. Ach, der kann weg. Der kommt hier hin. Eigentlich brauche ich den nie, ne? Ist eigentlich auch verschwendet, dass ich den die ganze Zeit mitschlepp. Der kommt raus und noch ein Energiestab, aber den, oder habe ich den gerade hingelegt? Nee, der liegt da, ja. Perfekt. Gut.
Dann kann ich den ganzen Loot hier loswerden. So, 30 immerhin. Na, das hat sich ja gelohnt, dreimal zu sterben. Oh Mann. So. Und dann würde ich sagen, wir holen den restlichen Kram ebenfalls. So. Und let's go. Sehr gut. Dann hier lang. Und da müsste doch irgendwo... Ja, ne, ist doch eingetragen. So, hier nochmal hin. Und dann mache ich die... Oh nein, ich habe die Bomben weggeworfen. Ich bin so ein Storch. Das tut mir so leid. Oh Mann, hier komm, dafür nehme ich doch Kraus mit. Das war nämlich die Absicht, ne? Weil ich habe hier noch Grausten gesehen, dann dachte ich, boah, das müssen wir noch unbedingt mitnehmen. Und deswegen dachte ich mir so, das lohnt sich ja übelst. Kappa. Gut, hier hoch. Sehr gut. Ja, das war jetzt natürlich selten dämlich. Aber ich kann da ja ohne Bomben schlecht hin. Also nochmal rein. So, sorry, die habe ich jetzt ins Lootloch geworfen, ne? Dann sollte ich sie mal holen. Zwar werde ich hier jetzt schon wieder alles aufsammeln, aber so sei es. Ich schmeiß das hier alles hin. Da sind die Bomben. So. Und das hier schmeiße ich dahin. Ja, hätte ich ja nicht darunter werfen können. Egal. So, jetzt haben wir die Bomben. Und ich glaube, ich lasse diesen Stab der Spaltung mal hier. Oder warte, der neue Stab... Da meinte Thomas, ob man den neuen Stab benutzen kann, um diese Lavabrocken abzureißen. Dafür nehme ich den doch nochmal mit. Weil es ist gut möglich, dass es mit dem Feuerball nicht geht, aber mit dem Stab der Spaltung schon. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So. Oh Mann, Massenkrampf. Jetzt aber. Rüber da. Und aufpassen. Oh, diese Lava, ne? Die ist schon echt gemein. Aber... Das kenne ich von diesem Spiel ja nicht anders. Also, 5. Und da ist auch noch ein Brocken, ne? Den kann ich auch noch saven, bevor er despawnt. So, schaffe ich das ja, ne? Jo. Na komm, gib her. Oh, da ist noch einer. Ah! Hui! Bitte nicht. Nein! Alter Schwede, ey. So, Gegenstände geborgen. Und ich bin hier schon wieder viel zu lange, ne? Das macht mich schon wieder unruhig. Her damit. Komm schon, da muss doch noch irgendwo einer sein. Nein! Was war das? Och Mann, was war das denn jetzt? Wo bin ich jetzt reingestorben? Irgendwas hat mich weggeschleudert. Das war doch gerade ein Bug, oder nicht? Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das war doch gerade Buggy. Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Ich stand doch safe. Das hat mich zur Seite geschleudert, weil ich Schaden gekriegt habe. Von der Lava. Weil ich zu weit unten war? Ist sie zu weit nach unten gesunken? Also kann ich diesen Felsbrocken, diesen Schwebenden auch nicht trauen? Oh, Mann! Gute Nacht. So, guten Morgen und das müsst ihr mir, also müsst ihr jetzt nicht alles nochmal sehen, ne? Ich spule das eben vor. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh Mann. Und ich habe jetzt die ersten Sachen schon mal gesaved. Genauso wie die anderen. Ich glaube, ich packe außerdem mal die Hälfte von denen hier weg. Und eben gerade war ich allerdings überladen, als ich das Erz aufgesammelt habe. Deswegen schmeiße ich das mal so hin. Da liegt noch Erz. Und das will ich auf jeden Fall mitnehmen. Oh Mann, ey. Bitte jetzt nicht schon wieder sterben! So. Ein nach dem anderen. Ganz, ganz sicher. So. Lieber mehr verbrauchen, als zu sterben. So, wir sind jetzt schon fast überladen. Aber ich glaube... Nein! Bitte nicht! Und tschüss. So. Na, warte.
Dich mach ich platt. Und tschüss. Oh, ich dachte schon wieder, ey, das war's. Ich dachte, das war's schon wieder. Puh. So, das Erz. Schmeiß ich mal dahin. Und jetzt noch ein letztes Mal. Was war das? Er war das. Penner, ey. Oh Mann. Na, warte. Aber Aspenhaut können wir gerade gut gebrauchen. Auch die Blasen. Was, kannst du mal bitte eine Blase droppen? Das wäre sehr nett. Weil die gehen mir allmählich aus. Ja, da ist eine. Sehr gut. Und ich guck nochmal nach Feinden. Alles safe. Und da liegt immer noch das Ding. Das hole ich mir jetzt. Das will ich nicht zurücklassen. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Das hat mich vorhin weggeschleudert, ne? Vorsicht. Energieschild. Wobei ich irgendwie da das Gefühl habe, dass das Energieschild diesen fetten... diesen fetten Rückstoß macht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, da. Komm schon. Lass mich da dran. Ey, das gibt's nicht. Lass mich da dran. Ich komm nicht dran. Ich hau ab. Wow. So. Und jetzt nehme ich alles mit. Oh, ja, die Kapuze nehme ich auf jeden Fall mit. Da lasse ich lieber das hier. Dann lieber die Kapuze. Bin ich überladen? Nein. Die Basaltbomben. Oh, es hat gerade geklingelt. Einen Moment. So, weiter geht's. Entschuldigung. Da war ich gerade kurz abgelenkt. Ich baller mal den hier kaputt. So. Hör damit. Und ich bring das schon mal weg, ne? Dann laufe ich schnell zurück und hol den anderen Stuff auch. Weil, ne? Wir sind ja nun mal hoffnungslos überladen. Anders geht's gerade nicht. Ah, da ist noch ein Turm. Habe ich da Bock drauf? Ich weiß ja nicht. Oh, ein Stück Ruine? Ne, eine Vase. Ja, mit den Scherben. Ach ja, geht ja gar nicht. Die hole ich gleich. Aber erstmal gehen wir durchs Portal und saven unsere Sachen. Ja, mit dem Portal hier bin ich auch echt zufrieden. Das ist schwer zu erreichen für Feinde. Das freut mich.